Geschichte von Max Wenzel möchte ich heute lesen, wenn die Weibsen über ihre Mansen reden. Wenn da meiner Frau Kaffeekranzel ist, da mach ich immer, dass ich daheim fortkomm. Denn es ist net gut, wenn immer ganz alleine es so ein Sticker 6, 8 Weibsen gegenübersteht. Was ich in Gefahr begibt, da kommt drinne in. Also wie gesagt, ich geh dann ganzen Quadrich aus dem Bach. Man kann's aber an Weibsen nicht verdenken, dass sie mal wo sein wollen, wo sie mal ein Wort reden dürfen. Das ist halt doch sinns zu ganz ruhig und komm nie zu Wort. Aber zum Kranzeln, da öffnen sich die Schleusen, wie der Pastor am Sonntag sagt, wie er von der Sintflut predigen dort. Schon manchmal habe ich gedacht, ich möcht der Wahn einmal Meisel sein und möcht zuhorchen, was es so erzählen. Vierche Woche, da hat's geklappt. Ich hat's Reisen so in Bahn, das Zug von Knie nummer in der Farsch und von der Farsch vier in de Fuß ziehen und dann macht's auf den Salmwag wieder zurück. Ich konnt mit dem besten Willen nicht in de Stiefel nein, es war aber a kein Filzschuhwetter draußen. Ich saß nur in der Kich, am warmen Ofen, meine Frau hat mir ne dicke Deck im Depet gewickelt, dass ich mich überhaupt nicht rühren konnte. Als einzigen Trost hat ich mir mein Pfeif angezinnt und meine Wölgeln dorten in de Luft blosen. Mein Alma hat de Stummtier a Finkel aufgelassen, denn so hatte guts Herz und wollt mir a auf Verkniechen schaffen. Ich hört nur der Haustierklingel, wenn alle mal eine komm. Sie täuten sich freundlich begrüßen. Ich konnte sie zwar nicht sahen, aber ich molze mir alle mal aus, wie sie so aufmarschierten. Das mußen der Neid lassen, es sei lauter Schiene, hiestellige Weibsen in meiner Alma ihren Kranzel. Enne immer schöner wie der andere. Von der Unterhaltung, da hab ich nicht der Haufen verstanden. Sie dorten alle auf einmal reden und da ging's durcheinander wie in einem Nudeltopf oder arm, wie manchmal im Radiokastel, wenn er 6, 8 auf einmal neig werden. Auf einmal war Ruhe. Ich hört bloß wie die Enne, ich glaub, es war der Schmied Liddy, sagt, da könnt ich mein Ma nicht damit kommen. Jetzt waren sie auf dem Thema. Mei Ma. Nur kommt mir was her, und ich will zum Nutz und Fromme von die betroffenen Männer einmal erzählen, was ich gehört hab. Also de Schmied Liddy dort dann Tanz anfangen. Ach, geht mir na wack, wenn man nach dem Mansen was häsen tut, da ist mir gleich aufgeschmissen. Bloß das Theater, wenn meiner einmal Kuhlen raufholen soll. Erst fragt er, brauchst du gleich? Dann fängt er an. Ich dächte, wir brauchten recht viel Kuhlen. Da trämelt er sich wieder eine Stund lang rin. Wenn ich nu na so frig, aber schi in Kaller war, da fricht er mich wieder so dumm. Was soll's denn für welche sein? Kuhlen oder Brigetter? Dann sucht er eine halbe Ewigkeit nach dem Kallerschlüssel und macht einen großen Trahlerich, wenn die Schlüssel nicht gerade dort hängen, wo er sich's eingebildet hat. Nee, das weiß ich, lieber hol's mir meine Kuhlen selber, ehe erst sich Grafaden macht. Der Zienert Marie gab adleich ihren Senf dazu. Nee, sagt sie, ihr sollt noch mal dabei sein, wenn meiner Feier machen tut. Da holt er sich ein paar Papierle, wie der Briefmakler so groß. Dann legt er sich ein paar Spänen drauf, nicht größer wie die Streichhölzeln. Das ist nur so ein Lechsel in Ufen drinnen. Von Brennen kann man gar nicht reden. Es ist, als hätte man ein Lichtel in den Ofen neigestellt. Die doch horchen mal angeschrien, er soll sich doch mal im Seil Feuer bekümmern. Wie ich aber den Ofentier aufmacht, brennt na ein einziges Flamme noch. Na, ich habe Späh geholt und mal neigeblasen und Kuhlen angelegt, bis ein richtiges Feuer war. Siehst du, sag ich, das ist ein anderer Feuer. Dort tut er auch noch Gruß und sagt, ich hab's doch gleich gesagt,
es muss sich erst erholen. Gleich fing nur aber de Wabersämer an. Dieter, bei der Wäsch, sollte mal meiner de Waschmaschine e Fingel drehen. Ner die begam het. Wenn er zweimal rimwurmt, da schnauft er allemal, bis er endlich sott. Das ist voll keine Arbeit bei meinem schwachen Herz. Mich kennt im Ende der Schluch rieren. Nee, das Uglick konnt ich doch nicht raufbeschweren. Ich sott, mach na, dass du fortkimmst. Und das hat er auch gemacht. Und ist zwei Stunden bis Weibert in Böhmischen Bier gelaufen. Da rührt der Schlauch nicht. Ach, sagte Mänert Hulda, ihr sollt na mal dabei sein, wenn wir unsere Bermett wegreihen. E paar Tag lang koh ich na dreien, bis überhaupt losgeht. Der Gung und ich, mir können Sushi selber machen. Aber nee, das gibt der Alte nicht zu. Da denkt er, schieß passiert was damit. Ja, wenn die Kist, wo alles neikimmt, von selber von Eberbuden runter käme. Na, endlich hör ich mit dem Gung die schwere Kist runtergeholt und mitten in der Stube hingestellt. Da war's dann doch ein Bach und er musst aufhangen. Also, sagt er großartig, jetzt war ich mal die Bermettwag reim. Wenn ich's nicht mach, steht sie zu Johanne auch noch da. Gung, du nimmst mal den Mannen runter. Hulda, du wischst sie ab und legst sie nei in die Schachtel. Dabei dort er sich eine Pfeife abbrennen und passt auf, ob wir auch alles richtig machten. Er macht, wes Gott, kein Finger krumm, aber ächzt und stehend dabei, und alles war noch nicht rach. Bei jedem Handgriff, den der Gung macht, kriegt er ein Reformandel dabei. Na, endlich war die Kist voll. So, nu wollen wir noch einen Deckel drauf nullen. Holt einmal einen Hammer. Mo, hat er gesagt, aber er selber nahm Hammer nicht in der Hand. Nu musst aber die Kist wieder auf den Boden geschafft werden. Du Ugelig, du Großmachtiges. Der Alte packt vorne an, der Gung hinten. Kaum waren sie ein paar Stufen auf, da ging's schi los. Gunger, du musst die Kist hecher heben, das ganze Gelump kollert doch nach der Endseit. Also, der Gung hub die Kist hecher und ich half ihm auch mit. Zwei Stufen ging's wetter, da fing er wieder an zu blägen. Macht na langsam, denkt ihr, der ich kann fliechen? Ihr rammelt in die schwere Kist nei ins Kreuz. Also, wir machten langsam Federn, aber bei den nächsten zwei Stufen, da ging's wieder los. So ist richtig, ihr lasst in die schwere Kist Elenen aufziehen und hängt euch hinten nur als Schleifzeug. Da kriegt ich aber dann Sport, sagt ich, macht vier, sackt die Kist an, schub meinen alten Raunzerich auf der Seit und hör meine Kist mit dem Gung Elenen aufgelästert. Ja, die Männer sei wirklich nisch nitzigs Luderzeich, sagt der Siechelbauler. Da hat ich zum ersten Weihnachtsfeier doch die Gans gebrachelt und so war auch schiebig, bis wir noch zum Essen waren. Ich sagte zu meinem Mann, kennst du mal die Gans auseinander machen? Nur ich hört nu, wie in der Küche eine Viertelstunde lang das große Messer gewetzt wur, dass bald der Wetzsteh in Fatzen ging. Und dann sucht er seine blaue Schatz, dort die Hemdärmel naufsträfeln, dass er aussucht wie ein Fläscher, und dann Krawanz da draußen rin. Noch in einer Weile dachte ich, er müsst nu fertig sei und macht mich naus. Da an dann ganz Bauchrimsabeln, aus dem Maul liefen die fetsche Pri raus, aber zerschnittene Sticken such ich nicht. Nu warst du des Fleisch, fricht ich. Ach, sagt er, das war lauter Setz Gebrock, lieber Breckle, hör ich gleich gegassen. Ne, sagt ich, das machen wir nicht, sind's zerbreckelt der ganze Gänsbauch noch da hausen. Wir waren uns drinne selber wackschneiden, was wir brauchen. Da hörte ich auf einmal, wie meine Alma anfing.
Nur meiner Arsch. Aber da stand sie auf und machte Tür zu. Nun saß ich da und ich habe bis heute nicht erfahren können, was ich soll ausgefressen haben.